Muss man einen kühlen Kopf bewahren. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Das ist der Tipp meines guten Freunden, meiner guten Freunde. Wir haben uns aufgelevelt, um die bluthungrige Bestie zu besiegen. Und uns dann kurzerhand entschlossen, stattdessen doch die Klerikerbestie entfernen zu besiegen. Molly. Ein. Oh, das war's. Warte. Ich hab noch eine Idee. Oh, sehr gut. Knochenmarktasche. Knochenmarktasche? Asche. Asche. Ich habe mich echt gefragt, wie man eine Tasche aus Knochenmark herstellt. Werden wir die jemals wieder brauchen? Nee. Viola? Vielleicht kämpfen wir auch gegen Viola. Oder ist Viola die Mutti? Viola ist das Kind. Weiß oder nicht? Ja, nicht, vielleicht ist auch die Mutti. Wir kämpfen nicht gegen die. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann. Habe ich noch irgendwas? Bringt Tropfen Blut Edelstein. Ach ja. Nutze Einsicht und Leute am anderen Wesen. Abfeuern beendet die Zusammenarbeit und verhindert sie. Ach so. Das verstehst du? Ja. Bitte. Damit, wenn du invaded wirst? Damit kannst du Ekel Alfred wegschmeißen. Okay. Opfere alle Blutecke und erwache erneut in Weise. Wozu braucht man das wohl? Na, um selber da solche Sachen auf den Boden zu schreiben. Nein, das hier Zeichen. Warum sollte man mal alle seine Blutechos, um dann in den Traum des Jägers zu kommen? Man bringt einem das was. Wenn du echt in der Bredouille bist, ja, aber richtig viele Checks hast und nicht so Checks behältst du. Willst, die Checks behältst du auch und dann du kannst stirbst. Du damit leveln. Checks behältst du auch, wenn du stirbst. Ja, hast du recht. Okay, also, das... Warte, welche Waffenkombination willst du? Die Fackel gegen den Flammenwerfer, bitte. Oh. Ich muss den einmal einsetzen. Stopp! Du brauchst weiter. Ach so, okay. Das ist eigentlich genau das, was ich lernen wollte. Hui, okay. Sag doch mal, was wir jetzt machen. Das haben nämlich Leute nicht mitbekommen. Hab ich doch gesagt. Hast du gesagt? Die Klerikerbestie. Ja, ist richtig. Wo ist sie denn? Da kommt sie. Gehüpft. Die sieht irgendwie nicht wesentlich sympathischer aus als die Bluthungrige. Sympathisch? Wieso erwartest du Sympathie von so einem Vieh? Oh, Alter. Ausschalten. Gut, machst du dann. Aber man hat wenig Platz hier irgendwie zu manövrieren. Bitte sag, wenn du siehst, dass meine Waffe nicht mehr brennt. Okay. Hey, das wollte ich nicht. Heilen. Kannst auch noch einen Flammenwerfer benutzen. Ja, weiß ich. Oh, was kommt jetzt? Und sie wird doch ein bisschen hässlicher. Ganz frei. Das macht dir krassen Schaden. Oh nein! Lass mich los! Loslassen! Einfach loslassen, ohne zu schlagen nochmal. Die Waffe brennt nicht mehr. Alter. Ja, krass erwischt. Und aushalten. Du bist gleich tot. Du hast noch 60 Kilo. Nimm mal eine. Das wollte ich nicht. Wollte ich gerade.
Nein, nicht zurückweichen. Komm her. Außer, also, wenn er so weit weg ist, dann macht er, glaube ich, einen fiesen. Achtung, das ist ein Super-Angriff. Ja! First try! Und Boss auf den ersten Versuch erlegt. Fuck! Allerdings. Ja, nicht links allerdings. Schwert hier abzeichnen. Gut gemacht. Das hat dir 4900 lächerliche Blutechos gemacht. Guck mal, eine neue Lampe. Ist das vielleicht eine geile Idee, die Waffe auch zum Brennen zu bringen bei der Blutrünstigen? Ja. Bluthungrigen? Du bist eingeweiht, oder? Das hier ist doch jetzt die Kathedrale, oder? Nee, der Kathedralenbezirk. Ja, hier ist einfach vor allem vorbei. Ah, hier gibt's nichts. Aber du hast nur ein Schwertjägerzeichen bekommen, das brauchst du irgendwo. Ah, nee, vielleicht ist das doch da. Nee, vielleicht selber cool. Gut, die haben wir auch gut gebraucht. Vielleicht können wir auch den Feuerlöscher, hätte ich fast gesagt, gut gegen den anderen Heini benutzen. Aber was ist denn das, was wir da jetzt noch gekriegt haben? Das Schwertjägerabzeichen. Damit kommen wir, glaube ich, durch ein. Guck. Ich war der erste. Ausgerechnet Kleriker wurde zu den scheußlichsten Besten. Ich glaube, damit kommst du diese eine Tür, durch die wir nicht gekommen sind, bei diesem großen super Riesen. Weißt du, dieser Riese mit dem Hammer. Auf der Treppe. Als wir in der Kathedrale waren. Wo wir nicht weitergekommen sind. Da war so ein Tor, da stand, du brauchst ein Abzeichen. Und ich glaube, das ist dieses Abzeichen. Ich habe halt irgendwo gelesen, dass man die Klerikerbestie erlegen muss, um durch ein Tor zu kommen. Wir waren schon beim Tor, wo wir ein Abzeichen brauchen. Okay. Deswegen gehe ich davon aus, dass das das ist. Was machst du jetzt im Traum des Jägers? Nochmal einmal aufleveln und dann zum anderen Lampe reisen. Wir machen jetzt einen Boss Rush hier, klar. Kein Boss Rush? Soll ich die beiden Bestien... Gegengift wäre halt noch geil, ne? Ja, Gegengift wäre super geil. Ist jetzt plötzlich wieder hier. Okay, du darfst es dir aussuchen. Ich habe eben Ausdauer durchgedrückt. Ich guck mal ganz kurz, was mir Giftresistenz. Vielleicht bitte Giftresistenz. Ich würde vermuten, also ich schätze, wenn die hoch ist, dann geht der Balken schneller weg. Ich glaube, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Vitalität, weil wir 20 Blutfiolen haben. Und vor allem auch schon 20 Vitalität. Daran wird es nicht so scheitern. Ich glaube, wir müssen ihn schneller umbringen. Und wir bringen ihn eher um mit dem R2 oder mit dem R1-Schlag. Wahrscheinlich mit dem R1-Schlag, aber es macht so wenig Unterschied. Also jetzt macht Stärke, guck mal hier, das macht bei 2 97, bei physischer Abwehr 65 und da oben 143. Ja. 97 und 65 macht Geschick auch. Ja. Aber hier, nee, warte mal. Aber weniger bei 1. Also wenn hier, dann auf jeden Fall Stärke. Ja, dann machen wir Stärke. Weil es das Gleiche bringt, nur Waffe. Aber das ist wenig. Ja, egal. 5229. Alter, wie knapp das gereicht hat. 16 Blut, ey. Ja, Gegengift haben wir einfach nicht, ne? Nein. Feuerpapier. Mach nochmal auf deinen Item-Slot auch noch den kräftigen Blutcocktail. Und vielleicht auch den Molly nicht. Mm-mm. Der war zu schnell für Mollys. Was ist denn Bestientum eigentlich? Ich verstehe es nicht. Wird man dann kurzzeitig übermächtig, aber verliert dafür, keine Ahnung, die Hälfte seiner Energie? Naja, es gibt ja diese Eigenschaft, Bestien-Eigenschaft. Ich weiß mal nicht, was die macht. Guck mal, große Brücke haben wir jetzt neu dazugekommen. Bringt uns also irgendwas mit? Es gibt gar keinen Grund, jemals wieder dahin zurückzukehren. Okay. Cool, du hast die Klerikerbestie. Die Klerikerbestie. Und du hast nicht an mich geglaubt. Nee. Du hast nicht mal an die Idee geglaubt. Nee. Was lernst du daraus? Ich muss es auch, glaube ich, sagen, er hat dich einmal richtig krass erwischt. Ja. Aber er war nicht besonders aggressiv und schnell. Oder? Also, du hast das gut gemacht, aber es sah nicht so aus, als wärst du besonders in Gefahr gewesen. Im Vergleich zu der anderen, absolut richtig. Und natürlich hat es sehr geholfen, so viele. Guck mal, wir haben Fionen auch von ihm bekommen, ne? So viele Fionen zu haben. War natürlich auch geil. Aber man, das Dumme ist, jetzt sind wir gut aufgepumpt, ne? Abgesehen vom Gegengift. Aber scheiße, ohne Gegengift, wo finden wir den Gegengift? Sowas kannst du googeln, wo man Gegengift farmen kann. Sowas finde ich. Diese Lakenfuzzis. Ja, aber so wenige nur von denen. Oh nein, doch.
Oh nein, ich habe mich jetzt hier schon gedroppt. Ich muss einfach diesen Weg jetzt weitergehen. Was heißt denn Gegengift auf Englisch? Antidote. Ja? Antidot. Oh, man kann auch Items einlagern, wusstest du das? Ja. Guck mal, jetzt habe ich zwei für den Besonders in Al'Jahnum. Und nichts kommt. Kann nach dem Erwerb des Schwertjägerabzeichens beim Badboten gekauft werden. Haben wir gerade bekommen. Geil. Okay, jetzt muss ich zur Lampe zurück. Und auf dem Weg dahin muss ich uns noch mehr Geld verdienen. Also geht das Farm fröhlich weiter, diesmal auf Video. Ihr verpasst nichts. Nicht wie ich mich hier verlaufe. Gegengampf, Gegengampf, Gegengift ist Pflicht. Hä? Mann, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Überhilf mir mal bitte. Bist du denn? Na, hier sind die, mit denen ich gerade gekämpft habe. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Bin ich von hier oben runtergefallen? Ach ja, guck mal. Okay, dann gehe ich nochmal diesen Weg zurück. Diesen Weg zurück. Ne, das ist ja nur die Leiter. Wo kommen wir eigentlich hier hin, wenn wir hier hochgehen? Ist hier nur ein Item gewesen? Ein toter Typ? Ja, aber haben wir alles schon gesammelt. Was meinst du mit fucking hell? Diese Bloodbeast, scheiß Freakbeeste, Bestie. Gucke mal, ich möchte, darf ich dir mal was sagen? Du hast über Paul Gascoigne gesagt, scheinbar nie. Hast du sehr schnell geschafft, nachdem wir hier im Spiel drin waren. Ja, ich glaube auch, dass wir diese bluthungrige Bestie schaffen. Wir waren da noch nicht einmal mit 20 Fiolen. Best place to find farm antidote. I'm stuck on the bloodstuff piece and just ran out of antidote. Pretty stock, big stock before the fight. Now I don't remember where I got it all. Genau das ist unser There's Ding. A few behind the altar in the boss room. It's also farm available from the Carrion, Kraus and Old Yarnum. Oh Gott, wo kommen die her? Shit! Oha. Ja, erstmal kommen die, genau. Boah, wow. Der wollte advantage of the situation taken. Oh oh. Nein. Nein. Ich wollte den letzten nicht machen. Den Nein. Scheiß Muscle Memory, der Typ. Das ist wie bei ISS 2. Lass doch mal weg. Ja, ich versuche es doch, Mann. Ja, du schlägst immer wieder. Schaut mal, dich rede ich eben. Das sind aber noch Schläge von vor 25 Minuten teilweise. Ist das Video eigentlich an? Ja, ne? Ich hoffe. If you've killed the cleric beast, you can buy them from Bath Messengers for 600 souls each. 600 souls. Wir haben gleich 4000. Do a full run on Old Yarnum, killing everything and you should net 10 antidotes. Das ist ein bisschen sehr unspezifisch an dieser Stelle, möchte ich sagen. Aber Definitely kill the cleric beast. Guck mal, wie gut ich uns das erleichtert habe, dadurch, dass ich mich dafür entschieden habe. Both cleric beasts and bloodstuff beasts are weak to fire and serrated weapons. Take advantage of this. Mr. Cuttafi. Mr. Cuttafi. Mein guter Freund, ich habe folgende Frage an dich. Bist du genauso wenig Fan davon, dass Bieber sich mehr über das Spiel im Internet durchliest, als durch das Lernen desselben? Nein. Wo gehst du jetzt hin? Weiß ich nicht, wie komme ich denn zurück? Hab schon wieder hier den Eingang verpasst. Die Entwickler haben sich doch was dabei gedacht. Diese ja, die wissen auch, dass es Strategy Guides gibt. Nee, hä? Warte mal, ich muss nach rechts, ne? Das ist echt immer noch keine Orientierung. Doch ein bisschen. Kann. Wenn ich jetzt hier rechts weiterkomme, da habe ich Orientierung. Okay. Ich habe Orientierung.
Da wackelt er. Ich weiß auch gar nicht, wo du hin willst. Ich will zurück zur Lampe, um mit dem Geld, was ich auf dem Weg dahin verdiene, Gegengifte zu kaufen. $600 kostet ein. Ja. Das heißt, du brauchst 3600 für 6. Richtig? Ja. 6 mal 6 sind. Jetzt gehst du aber zu den ganzen Supermöpsen hier, ne? Das ist doch kein Supermöpse. Ja, aber sehr viele von denen, auch von den Schreihälsen sind noch ein paar dabei. Ja. Das ist dein Plan, okay. Das ist mein Plan. Exactly that. Hier ist auch so eine verdächtige Tür, aber das ist auch nur Hintergrundkarte. Hier stehen sie alle auf. Vorsicht. Oh! Ja. Mehr sind aufgestanden, als ich erwartet habe. Und denk an deren Superattacke. Immer mal wieder zurückrollen. Gut. Wozu denn? Wir machen aber auch inzwischen einen Schaden. Das war deutlich schwerer beim ersten Mal hier. Ja. Aber das ist gefühlte Progression. Nicht nur gefühlte. Ich wusste nicht, dass der da rausgesprungen kommt. Oh, da hat mir Ausdauer gefehlt. Ich will dich anvisieren. Ich habe übrigens, als du auf Toilette warst, rausgefunden, dass es natürlich völlig richtig ist, was du sagst, dass man mit der Flamme kein Dings zurückholt. Aber wenn der im Todeskampf mit dem Flammtod ist. Kannst du nochmal draufhauen. Genau, und dann kriegst du. Ja. Cool, Blutführung. Full on files. Aber Gegengift wäre geiler gewesen. Allerdings. Oh, oh, oh! Aber hol dir die, kriegen dir doch welche. Zumindest in der Theorie. Achtung, hier sind welche, die explodieren. Wer explodiert? Die Ohren. Ach Quatsch. Da hat der Typ drauf geschossen. Und das ist doch derbe in Flammen aufgegangen hier alles. Diese Ohren. Irgendwas hier ist ja explodiert in diesem Raum. Komm, jetzt schlag die mal kaputt da. Ich kann ja kaum noch kriechen. Nichts. Vielleicht haben wir es auch tot gefarmt, das Gebiet. Da, die haben sich gütlich getan. Nix, nix, nix. So viel, aber so oft haben wir die nicht getötet, dass wir es tot gefarmt haben können. Das glaube ich nicht. Vielleicht. Aber die haben durchaus was gegeben. Vielleicht müssen wir was auf Arkane. Und dazu mal. Wie geil dieses ganze Gebiet, was so intimidating war, jetzt so bekannt ist und von uns durchlaufen werden kann. Es ist jetzt sozusagen ein Ort zum Farmen und nicht mehr ein Ort der Angst. Ja. So sind gut, also so funktionieren gut designte Rollenspiele. So funktionieren auch gut designte Metroidvanias. Ich wollte nicht an. Nee, nee, zu viele. Das ist noch ein Mützenmann. Haben wir nach der Kleriker-Bestie ein neues Video gemacht? Ja, ne? Nein, das ist noch dasselbe. Immer dasselbe. Ja, das Kleriker-Bestie. Das ist seit Stunden schon am Lauf. Langweilst du nicht? Mhm. Ich hab eine Sorge gehabt, das ist ein 43-Minuten-Video. Nein, ich hab Siri beauftragt. Worauf der da wartet, ne? Also, wenn du von der eigentlichen Seite kommst, dann hat man irgendwie das Gefühl, es könnte doch so sein, dass die da lauern. Aber wenn du von dieser Seite kommst, siehst du, dass er da einfach platziert ist. Da, sieht man hinter den Vorhang. Genau. Das habe ich schön gesagt. 6 Einsicht haben wir wieder. Ja. Wegen der Klerikerbestie. Ja. War mir doch, dass ich. Ich will dich anvisieren, mein Freund. Zack. Zack. Brennen, brennen, brennen. Wie Salem. Salem? Brennen muss Salem. Oh, ich weiß nicht. Doch, doch, das ist ein Buch. Und dann muss das ja so sein.
Eine gewöhnliche Fackel. Oh. Guck mal, da steht es. Wenn sie Einigkeit von den Wegen eines Todes eins vor den Flammen. Nun ist im Traum des Jägers wieder angekommen. Es dreht sich immer weiter, das Rotundenrund von Bloodborne. Das Rotundenrund. Alles klar. Warte mal, ich habe wie viel? 7-4. Nee, ich habe gar kein Gegengift. Richtig, oder? Weiß ich nicht, guck mal nach. Ich glaube, ich habe gar kein Gegengift. Ich habe nochmal irgendwo eins eingesammelt. Doch, oben zwei. Zwei Gegengifte. Und ich gehe jetzt mal davon aus, man kann 8 tragen? 10 kann man tragen. Also, meine ich ja, noch 8. Noch 8. Ja. Noch 8. Kann ich eigentlich noch mehr neue Sachen jetzt kaufen? Guck mal, du kriegst 2 für 600 Euro. Oder er hat nur 2. Ach nein, du hast 2. Das haben wir schon mal drauf das hat, ja. Muss man für eine Quecksilberkugel $240 zahlen? Ja. Was macht der mit den ganzen Blutechos? Der Badbote. Okay, und jetzt? Ah, ne, krieg ich noch ein Level? Ne, krieg ich nicht hin. Kannst du irgendwas anderes kaufen? Nicht, wir haben alles, was wir brauchen. 2600? So viel ist das, ne? Nicht mehr. Das ist nicht mehr so viel. Es sind 5 Wölfe. Okay, dann werde ich jetzt außerhalb des Videos wieder zum Nebel rennen, damit wir nicht immer dieselbe Scheiße sehen. Und dann versuchen wir unser Glück. Mit Alfred, würde ich sagen. Oder? Ja. Wir haben ja viele Einsichten. Wir gewinnen gleich eine weitere, nämlich werden Pong und Biber, die blutdurstige Bestie, den Gar ausmachen. Was glaubst du? Ich glaube, wir sind erfolgreich. Ich glaube nicht.